Gringo, se llama Gringo, oh, oh. Sind der Gringo, oh, oh. Ay caramba, liebe Leute, hier ist der Gringo mit der nächsten Folge von Assassin's Creed 3. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit Action. Bam. Bam. So, ich hab einfach... was muss ich machen? Ach, scheiße. Oh, da sind ja so viel. Eieieiei. Man kann natürlich auch flüchten. Flüchten ist keine Schande. Ja, da kommt doch her. Wir fallen zurück! In der blauen Vision! Bam! Ich muss erstmal wieder die richtigen Tasten finden. Verdammt! Oh, da ist also... Oh! Ey, das wird zu gefährlich hier. Oh, Mist. Komm hoch. Wer sagt hier zu langsam? Jetzt sagt nicht unsere Unerwelche. Na gut, also dolle schießen können sie ja nun nicht. Ach, guck mal hier, pass auf. Vielleicht haben wir Glück. Ja. Ja, wenn man wieder mal zwei, drei Tage nicht spielt, ist wieder vorbei mit der ganzen Tastatur. Hey, Lady, guck mal, ich werde beobachtet. Durch so eine offenen Fenster kann man übrigens flüchten, falls das jemand noch nicht weiß. Kann ich ja mal zeigen. Da gehen wir mal einfach durch. Ja, wär ich. Und dann macht er alles automatisch, denn. So, ich sehe nämlich da vorne. Ist so ein rotes. Also, so. Hier, dieses rote Zeichen. Ist so ein Typ, der flüchtet. So. Habe ich euch doch erledigt. Ja, Marek. Es tut mir leid. Also eigentlich hatte ich nicht vor, die zu ermorden. Ich wollte eigentlich zur Story weiter, aber... Wobei, ich habe sie nicht ermordet. Ich habe die Zeit, wo es lang geht. Nämlich so. Aber den hole ich mir. Ich will den haben. Wenn ich in der Nähe bin, dann muss ich nur die E-Taste drücken. Ja. Und halt 59 Dinger erhalten. Also, geldtechnisch. Oh, verdammt. Geht mir aus dem Weg. Ich muss irgendwie flüchten. Na gut, ist jetzt auch nicht die Herausforderung. Ach, scheiße. Ach, Mann, wird ja immer schlimmer hier. Was mache ich denn bloß? Eieieiei. Ja, auf jeden Fall in der letzten Folge, da haben wir ja den Braddock aufs Maul gehauen sozusagen und mit Scheiße beworfen. Klingt jetzt komisch, ist aber wirklich so. Wer es noch nicht gesehen hat, letzte Folge ansehen, dann wisst ihr Bescheid, dass ich hier kein Müll erzähle. Und wir haben den John Pitcairn befreit. Und der John Pitcairn, der ist also nicht der, wie soll ich sagen, der Namensgeber der Pitcairn-Inseln. Nee, sein Sohn ist es. Sein Sohn hatte diese Inseln entdeckt und wurden quasi nach ihm benannt. Nur so als kleine Info. So, jetzt aber wirklich weiter zur Hauptstory. Obwohl. Wollt ihr Action? Ach, wisst ihr was? Warum auch nicht? Zack! Einfach mehrmals die Maustaste gedrückt. Beim Rennen. Denn dann legt man zwei und danach gleich nochmal zwei. Du solltest eigentlich nicht. Nicht hoch. Du sollst nur Richtung Ausrufezeichen. Ach, bin ich wieder aufgeregt, Freunde. Hey, ja, dann würde ich sagen... Was hat das zu bedeuten? Reden Sie mit mir? Ja. Komm, hau ab. Ja, gut. Ach, ich bin heute gemein. Ich weiß auch nicht, warum. Tut mir leid, Freunde. Ja, dann werden wir mal da hoch. Weiß ja nicht, ob der Pitcairn da drin ist, aber ich denke mal ja. Aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Sitzt der da irgendwo vielleicht am Tisch? Ja klar, hier. Ja, das ist der Pitcairn gewesen. Aber wir wollen ja mit ihm reden, mit Charles Lee.
Gentlemen, ich bin überzeugt, ich habe die Lösung für unser Problem. Vielmehr, Odysseus hat sie. Odysseus? Neuer Rekrut? Der griechische Held, du Simpel. Odysseus? Lass mich erklären. Wir dringen Silas vor ein, getarnt als Gleichgesinnte. Sind wir drin, schlagen wir zu, befreien die Sklaven und töten den Händler. Riskant, riskant. Gefällt mir. Dann lasst uns beginnen. Zunächst werden wir einen Konvoi benötigen. Ja, der Sklavenhändler war der Cyrus, wenn ich mich recht erinnere. Entschuldigung. Der Konvoi sollte bald eintreffen. Angriff auf mein Signal. Verstanden, Sir. Machen wir es richtig. Werden wir sie unvorbereitet treffen. Es wurde bekannt gegeben, dass die Vertreter... So, wir müssen jetzt eine Waffe schnappen. Hier, da ist er. Und dann auf irgendeinen schießen. Und damit starten wir sozusagen. Nehmt nicht aus! Glaubst du, du kannst uns entwischen? Oh ja, ich kann euch entwischen. Aber ihr mir nicht. Oh, jetzt wird wieder gefightet. Na, eigentlich haben wir ja nun keine Chance. Man sieht's ja, wir sind unwahrscheinlich stark als Gemeinschaft. Oh, das tat weh. Charles, ihr und William, ihr seid die Vorhut. Lasst keinen zu uns durch. Was ist mit mir? Ihr und John folgt uns aus der Entfernung und haltet Wache. Ich gebe ein Signal, sobald wir eure Dienste brauchen. Hallo, Ma'am? Wir sind hier, um zu helfen, dir und den Gefangenen im Southgate fort. Befreie mich. Nicht, bis wir da drin sind. Wir dürfen am Tor wirklich nichts riskieren. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Weißt du etwas über Silas Vorhaben? Wie viele Männer erwarten uns dort? Welche Verteidigungen haben sie? Du musst ihm recht wichtig sein, wenn er dir eine eigene Eskorte gibt. Ja, so redet nicht. Wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Lass Jonathan und Thomas das erledigen. Wie ihr wünscht. So, jetzt muss ich gleich Befehle geben. Muss nur mal sehen, welche Taste das war. Du vertraust uns nicht. Oh, gar keine. Ich verstehe, dass du vorsichtig sein musst. Haben sie von alleine gemacht. So sei es. Ja, diese Indianerfrau, mit der haben wir ja die erste Zeit jetzt noch zu tun. Aber ich möchte nicht vorweggreifen. Oh, ist schon toll gemacht hier alles, muss man wirklich sagen. Halt! Identifiziert euch! Wo ist Lieutenant Jones? Was hat das zu bedeuten? Na, muss ich jetzt was machen? T drücken, richtig. Greif den Feind an! T ist das Zeichen für Team sozusagen. Denke ich mal, dass das so gedacht ist. Oh, 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 oh. Gottverdammte Hunde. Hier, in dem Kamm. Lass keinen zu uns durch! Er hat schon mal den Hund getötet. Ja. Er hat sich aufgelöst, habt ihr gesehen, ja? Wir brauchen keinen Sensenmann, wir haben Auflösungswaffen. So, da waren wieder welche. Aha, ihr bringt Fischfleisch, hm? Ich will sie mir mal auf eure Posten! Verstanden. Bam! Sagt nur Bescheid, ich strecke sie nieder. Einen Moment mal.
Seid ihr neu? Wer ist euer Officer? Oh, jetzt musstet ihr richtig ab hier normalerweise. Greift den Feind an! Es haben sich wieder alle aufgelöst. Naja, wir haben ja auch diese Auflösewaffen, hat er gesagt. Sind alle weg. Ich fass es nicht. Alles frei! Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, alle frei. Alles frei. Ein Einsatz übrig geblieben. Nein, zwei. Okay. Ja, sind einfach weg. Sehr, sehr komisch. War das schon immer so? Oder ist es mir noch nicht aufgefallen? Ich kann es noch nicht mal sagen. Ich weiß es nicht. Halt! Guten Abend, Gentlemen. Nennt euer Anliegen. Lieferung für Silas. Rein dann. Danke. Siehst du, ich befreie dich, wie ich es versprochen habe. Wenn ich dir vielleicht erklären dürfte. Nein, da gibt's nichts zu erklären. Sie wird uns verraten. Nein, wird sie nicht. Wie lautet der Plan? Befreit unbemerkt die Gefangenen. Was ist mit Silas? Er stirbt. Okay, Silas stirbt. Das Signal, wenn ihr bereit seid. Silas stirbt, ihr sagt? Na gut. Also, General finden und töten und heimlich Attentat, irgendwie bla bla. Und wir müssen die Gefangenen befreien. Der ist irgendwie komisch. Kann ich nicht auch pfeifen oder irgendwie sowas? Nee. Ja, wir gehen mal hier lang. Ja, das machst du wirklich toll. Ach, die gar nicht vorher habt. Wen haben wir denn hier? Ja, nichts fällt natürlich auch nicht auf. Was macht der denn hier? wollte ich eigentlich ja nicht so machen, aber egal. Eieiei, man stellt sich wieder komisch an. Aber, naja, was soll ich sagen? Nicht mein Tag. Ja, das Blöde ist, ich kann die Folge auch eigentlich nicht nochmal spielen. Das muss funktionieren. Weil ich habe ja keinen extra gesonderten Speicherpunkt. So, auf zum nächsten. So. Hat ja geklappt. Nö, nicht leicht. So, befreien. Ihr seid frei, meine Freunde. Ey, nun spring doch nicht überall rauf. Ab ins Wasser. Wir gehen auf Nummer sicher. Guck mal nach. Du solltest nur nachgucken. Warte mal, können wir den hier uns so holen? Nee. Nur auf. Wir versuchen mal einen Weg zu finden. Wir schwimmen mal einfach am besten hier rum. Ach, ich glaube, wenn man die Mission nicht schafft, wenn man entdeckt wird, bevor man die befreit hat, wird die Mission automatisch wiederholt, soweit ich mich erinnere. Mir war jedenfalls so. So, da oben steht einer. Ah, hier muss ja noch irgendwo einer sein. Ja, ja, da. Komm mal her. Der läuft bestimmt jetzt hier lang und dann können wir den ins Wasser zerren. Jetzt. Oh, er hätte mich fast entdeckt. Ich würde sagen, jetzt einfach hinlaufen. Bam! Und befreien. Super Buschi. Ich denke mal, das hat so funktioniert, wie ich wollte. Hat schon mal sehr viel länger gedauert. Kann mich noch erinnern.
jetzt geht's gleich wieder los, Freunde. Eine einzige Stunde Ruhe, mehr wollte ich nicht. Cyrus. Stattdessen werde ich nach 10 Minuten von diesem lärmenden Irrsinn geweckt. Ich verlange eine Erklärung, und zwar am besten eine gute. Was? Wie ist das passiert? Meine teure Ware freigesetzt? Das akzeptiere ich nicht. Den Schuldigen wird es sicher an den Kragen gehen. Doch erst schaffen wir hier noch Ordnung. Schließt das vor. Tötet jeden, der flüchten will. Ist mir egal, ob er zu uns gehört oder zu dem. Wer sich dem Tor nur nähert, ist tot. War das deutlich? Muss ich doch glatt eben meinen Wecker ausmachen. Oh, ich hoffe, das hört man nicht. Drängt sie zurück! Oh, und jetzt sind die Leertaste, dann können wir den als Fuß. Yeah! Weg hier! Geht dann los. Die werden nämlich direkt da drüben hingehen. Oh! Oh! Komm hoch! Ach, hier, da komme ich gar nicht hoch. Er ist hier! Haltet den Eindringling! Benjamin! Tötet die Angreifer! Und gut, dass ihr bei uns seid. Ich könnte Hilfe brauchen. Die haben alle die gleichen Klamotten an. Na, egal. Er ist dafür verantwortlich! Tötet ihn! Der Orden steht vereint. Tötet die Angreifer! Und zwar alle! Zurück, du Festmäule! Ich nehme... Bam! Schön getreten. Wer bist du? Ich bin Haytham Kenway. Du kennst mich nicht. Aber ich glaube, ihr beiden kennt euch recht gut. Ich versprach's dir, Silas, und ich werde es einhalten. Oh ja. Das ist der Pit Kane. Nee, nicht der Pitcairn. Nee. Das war der Chirurg am Anfang, der... Mir fällt der Name nicht ein. Adams? Wartet Adams? Ich glaube. Ja, eine stolze Frau. Naja, ist eine Indianerin. Und was nun? Wir warten. Doch sicher nicht lange, vermute ich. So, jetzt könnte man die Mission einfach mit Escape auch nochmal neu spielen. Machen wir natürlich nicht. Ach, guck mal, ich hab ja nur Scheiße gebaut im Grunde genommen. Rote Kreuz. Aber, egal. Ihr schafft, oder? Na, mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Mehrere Wochen sind vergangen, seit wir die Gefangenen Mohawk befreit haben. Ich hatte gehofft, ihr Anführer meldet sich. Doch leider blieb es still. Meine Männer sind unruhig, wollen wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe keine Antwort. Lee allein bleibt unermüdlich, verfolgt selbst die kleinsten Spuren. Er streift durch die Stadt und die angrenzenden Wälder. Er hofft, dass er auf einen der Geretteten trifft. Es war eine Frau bei ihnen in jener Nacht. Sie hat die anderen in Sicherheit gebracht. Wenn wir sie fänden, bekäme ich meine Antworten. Ich kann nur abwarten und hoffen, dass meine wahre Mission bald beginnen wird. Oh, mein Computer ackert ein schön. Ich weiß nicht, ob man das hört. Der raucht reichlich. Boston, 1755. Sequenz 3. Und wir haben Winter. So, in Spielen Winter mag ich überhaupt nicht im Grunde genommen. Aber egal. So, und jetzt müssen wir quasi da rein. Da, Alma nach Seite. Komm, jetzt holst du dir. Ah, Mist, nicht gekriegt. Da müssen wir jetzt da oben lang. Ich weiß ja nicht, vielleicht kriegen wir die noch. Beeil er sich. Zack, zack.
Ah, ich glaube, das wird nicht, Freunde. Nee, wir sind zu spät. Sieht man schon. Einmal nach Seite ist verloren. Naja. Das heißt, wir können hier einfach wieder runter. Oh, da sieht man was Gelbes. Irgendjemand hat was dagegen. Dass ich mich auf dem Dach befinde. Aber es ist doch Weihnachten. Ich bin der Weihnachtsmann. Na, oh, wollen wir jetzt nochmal zum Abschluss? Nein, wir lassen sie diesmal leben. Wir hatten jetzt genug Action. Ja, dann werden wir mal einfach hier rein. Aber nicht mehr diese Folge, weil die Zeit nämlich rum ist. Erst in der nächsten Folge. Also, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Falls nicht, tut es mir natürlich unwahrscheinlich nach, aber ich versuche mich zu bessern. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Adios, amigos. Und danke.